Willkommen beim Kostümpalast. Wir zeigen euch heute, wie man einen Papageienlook schminken kann. Und dafür beginnen wir mit einer Maske aus weißer Grundierung. Die weiße Grundierung ist auf Wasserbasis, bekommt ihr im Kostümpalast Online-Shop und wir tragen sie auf mit einem Schwämmchen. Das macht ihr zunächst feucht und geht dann in die Farbe. Und je mehr Wasser ihr verwendet, desto dünnflüssiger ist die Farbe und dadurch auch weniger pigmentiert. Also es ist immer besser, ein bisschen weniger Wasser zu nehmen und auf dickflüssigere Farbbasis zu arbeiten. Und wir beginnen, indem wir quasi hier bis zu den Augenbrauen nach oben, hier nach unten einfach eine weiße Grundierung auftragen und lassen dabei den Nasenrücken frei. Am Höchstpunkt eurer Augenbraue geht ihr dann nach außen, nach oben und vom Augenwinkel nach unten bis zu eurem Ohr. Und im besten Fall, wenn ihr nicht zu viel Wasser nehmt, passiert das nicht. Wenn ihr mit der Form eurer Maske oder der Grundierung zufrieden seid, könnt ihr etwaige Fehler mit einem Abschminktuch einfach ausgleichen. Dass die Ränder ein bisschen unebenmäßig sind, macht gar nichts, wenn wir ihn nochmal mit Farbe drüber gehen. Und dann lasst ihr das Ganze kurz antrocknen und macht dabei eure Hände sauber. Könnt euch dabei auch einfach ein bisschen Luft zuwedeln. Es trocknet normalerweise recht schnell. Und sobald ihr das Gefühl habt, ist es leicht angetrocknet, könnt ihr mit einem Translucent Powder, also das heißt durchsichtiges, hat aber meistens einen weißen Schimmer mit drin, gerade wenn man welche oder günstigere Puder nimmt, ist in dem Fall auch einfach eins vom Drogeriemarkt. Und nehmt einen Puderpinsel und geht dann über das Ganze und dabei nicht wischen wie sonst, sondern einfach tupfen, damit sich das verbindet und gut und schnell trocknet. Dass es quasi genügend gepudert ist, merkt ihr, wenn ihr drüber fasst und ihr fühlt einfach nichts mehr und es geht auch nichts von der weißen Farbe ab. Dann machen wir uns an den eigentlichen spaßigen Teil. Wir benutzen Farben. Rot, Grün, Gelb und wie könnte es anders sein, Blau zu benutzen und damit nach außen hin wie eine Art Regenbogen zu kreieren. Dafür nehmen wir einen Pinsel, nehmen diese ebenfalls wasserbasierten Farben sehr, sehr dickflüssig auf den Pinsel auf. Wir fangen an mit Blau und ihr benutzt sehr wenig Wasser, das heißt den Pinsel immer eintauchen und richtig gut abtupfen und dann in die Farbe, damit ihr eine sehr dickflüssige Creme erhaltet, die dann das Weiß nicht verwischt, weil sie kaum Wasser mehr drin hat, sondern nur noch Pigment. Und damit setzen wir innen an. Und wir ziehen nicht, sondern wir tupfen den Farbverlauf einfach auf. Darauf, dass der Rand möglichst unsauber aussieht, also wie Federn, die nach außen weggehen. Dann bis an euren Nasenrücken heran und wieder bis zur Mitte. Als nächste Farbe für unseren Paradiesvogel nehmen wir ein leuchtendes Gelb, waschen den Pinsel sehr gut aus und machen genau dasselbe, nur dann weiter nach außen. Farbe auch wieder sehr dickflüssig und dann wieder mit Tupfbewegungen entlang unserer weißen Vorlage nach außen. Ein bisschen aus wie IKEA-Werbung. Am Übergang könnt ihr so ein bisschen wischen. Geht zwar dann ein bisschen grün, aber so ein Paradiesvogel darf auch ein bisschen grün sein. Genau dasselbe wiederholen wir wieder auf der anderen Seite. Den Pinsel wieder sehr gut auswaschen und wir gehen in die Grün. Und setzen einfach bis zum Rand hin, auch hier wieder dickflüssig auf dem Pinsel aufnehmen. Und sonst verläuft uns das Ganze, vermischt sich mit dem Weiß und die Farbe ist weniger stark zu sehen.
sobald wir mit unseren Farbverläufen zufrieden sind, die Rot benutzen wir nachher, ich habe sie nicht vergessen, machen wir uns erstmal an die Detailarbeit. Ein schönes helles Blau und gehen damit in unsere Crease. Lidfalte? Lidfalte. Wir gehen damit in die Lidfalte. Genau, mit diesem matten, türkisigen Blau und einem fluscheligen Pinsel. Quasi aufstampeln. Und wenn sich das Ganze gesetzt hat, können wir es nachher verblenden. Mit der restlichen Farbe, die noch auf dem Pinsel ist, die Außenkanten zu verblenden und das Ganze ein bisschen weicher zu bekommen. Könnt aber ruhig bis hin zum Ende eurer Augenbraue. Mit derselben Farbe blenden wir dann das Weiß und das Blau hier schön an den Nasenrücken entlang. Könnt auch denselben Pinsel benutzen. Und dabei immer schön am Nasenrücken bis hin zur Augenbraue. Damit sind dann alle Ränder nicht mehr so kantig, sondern einfach ein bisschen verwischter, ein bisschen. Wenn ihr damit zufrieden seid, wie sich die ganzen Farben ineinander verblenden und ihr eure Haare nicht alle angemalt habt, machen wir weiter mit dem versprochenen Rot. Dafür nehmen wir zunächst einen sehr, sehr dünnen Pinsel, circa so dünn, sieht man den? Sehr gut. Und gehen damit auch einmal ins Wasser, streifen das Ganze sehr gut ab, weil wir brauchen dieses Rot sehr, sehr, sehr dickflüssig, dass wir überhaupt ein Pigment sehen und sich nicht sofort mit den anderen Farben vermischt. Und jetzt kreieren wir quasi die Illusion eines Schnabels. Wir setzen hier an und gehen zu unseren Augenbrauen. Dann sind wir auch vorher mit dem Weiß hier noch geblieben, damit ihr jetzt euch an dieser Grenze zwischen dem Türkis und dem eigentlichen Blau, das ihr ursprünglich aufgetragen habt, orientieren könnt, wo ihr den Schnabel malen wollt. Die Nasenspitze ist dabei die Schnabelspitze. Wenn ihr zufrieden seid mit der Form, könnt ihr das Ganze jetzt anpassen, verbreitern, einfach wo ihr noch nicht ganz zufrieden seid, noch mit Farbe ausfüllen. Dasselbe Rot, kann man auch mit demselben Pinsel, nehmen wir auch für die Lippen und füllen die einfach aus, also nichts Besonderes. Um das Ganze zu setten, gehen wir jetzt in einen Rotton mit einer etwas fluffigeren Brush, mit einem etwas fluffigeren Pinsel. Zeige ich den Rot. Es ist etwas helleres Rot mit so einem leichten Orangeton. Und das tragen wir einfach einmal auf die Lippen auf. Dadurch verändern wir einmal die Farbe und zum zweiten bleibt einfach die flüssige Farbe besser drauf. Und mit demselben Rot und demselben Pinsel gehen wir jetzt entlang dieser Linie und blenden die quasi auch ein bisschen aus. Wenn ihr mit eurem Schnabel soweit zufrieden seid, gehen wir an den für mich immer spaßigsten Punkt, Glitzer. Und wir nehmen einen roséartigen Glitzer und mixen das Ganze mit so einem goldartigen, bisschen helleren zusammen auf einem flachen Pinsel und legen das dann quasi auch nur so drauf. Also nicht wischen, sondern einfach antupfen. Anpressen. Das Ganze verteilt ihr auf dem beweglichen Lid bis zu dem
Rand quasi, wo ihr vorher das etwas dunklere Türkis aufgeteilt habt. Aufgetragen, nicht aufgeteilt. Ich kann schon nicht mehr reden. Als nächsten Schritt benutzen wir ein Augenbrauengel in eurer Farbe. Ihr könnt auch normal einfach eure Augenbrauen ausfüllen. Danke. Könnt ihr mit Farbe nachziehen, je nachdem, wenn ihr blond seid, habt ihr natürlich eine hellere Farbe. Einfach passend zu euren Haaren oder passend zur Perücke, die ihr tragen wollt. Dann nehmt ihr den Pinsel mit der Restfarbe, mit der ihr das hier aufgetupft habt, und geht unter euren Augenbrauen entlang. Und in dem Fall dürft ihr einfach wischen, sodass sich das schön verblendet. Als nächsten Schritt nehmen wir Wimperntusche und tragen die ganz normal oben und unten auf. Und machen dabei das Wimperntusche-Gesicht. Für den Paradiesvogel-Look kleben wir jetzt noch Glitzersteine, einen hier und einen hier unter dem Auge auf und setzen anschließend noch Wimpern auf. Die Steine setze ich gern mit einer Pinzette auf, man kann das aber auch sehr gerne mit den Händen machen. Dabei gucke ich, dass ich in der Mitte meines Auges sitze, lege es auf und drücke es dann ganz vorsichtig mit meinem Finger an. Um den Look jetzt zu vervollständigen, als letzten Schritt, wie gesagt, setzen wir noch Wimpern auf. Die nehmen wir in dem Fall aus diesem Set aus dem Kostümpalast Online-Shop. Es gibt aber auch Wimpern ohne Set und einzeln zu kaufen. Die Wimpern sind jetzt schon auf mich zugeschnitten, in dem Fall, da wir die schon mal verwendet haben. Aber guckt einfach, dass sie nicht zu breit für euer Auge sind, sonst einfach zuschneiden. Den Kleber auftragen, antrocknen lassen und dann einfach aufsetzen. Während der Wimpernkleber antrocknet und nur weil ich gerade eine Idee hatte, wie man das machen könnte, nehmen wir nochmal den ganz dünnen Pinsel, gehen nochmal in die Weiß und setzen ein kleines Detail auf unserem Schnabel. Dafür gehen wir einmal am Schnabel nach unten und machen ein kleines Nasenhighlight. In der Zeit ist dann auch endlich mal der Wimpernkleber angetrocknet. Und man kann die Wimper recht einfach an den eigenen Wimpernkranz ansetzen. Dabei die äußeren Enden nochmal andrücken. Man kann es mit einer Pinzette machen. Ich nehme immer gern die Finger und was man so zur Hand hat. Bei mir jetzt dieser Pinsel. Es geht auch ein Bleistift mit dem stumpfen Ende. Kurz fest werden lassen und dann kann man wieder in Ruhe und Frieden blinzeln. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. So, und das war's mit dem Vogellook. Bisschen Wasserfarben nach außen, Farbverlauf, paar falsche Wimpern, roten Lippenstift und fertig. Um das Ganze jetzt natürlich noch zum richtigen Vogellook zu machen, kommt jetzt noch das Kostüm ins Spiel. Und zwar mit Kopfschmuck und Rock und Co. Den Kopfschmuck habt ihr ja schon im Intro gesehen. Und ja, das ist alles, was wir dazu noch brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ganz viel Spaß beim Nachmachen.